komm, lauf rein, Mann. Boah, er trifft doch nicht. Oh, ich krieg zu viel, ey. Klar, Junge. Spannend, hätte ich es wirklich nicht machen können. Na, also. Nemesis, also es gibt so Situationen, die ich wirklich hasse, weißt du das? Jetzt komm mal nicht her, du kopfloser Nick, ey. Wie viel Munition hast du noch? Genug, über 50 Kugeln. Ah, okay. Ich hoffe nur, dass er seinen dicken Arsch nicht mehr herbewegt. Jetzt mach hin, der Zeit läuft weg. Ich baller jetzt mit der Magnum runter, ey. Kein Nerv mehr, wenn das jetzt geht. Müsste gehen, glaube ich. Das teste ich jetzt mal aus. Das andere ist, glaube ich, nur um ihn, sparsam zu verletzen. Katze. Jawohl, erwischt. Das war aber auch sehr knapp, muss ich sagen, du. Das ist auch immer noch sehr knapp. Ja, du musst noch eine Karte da looten. Ja, das ist irgendwie doof. Wo ist die Karte? Ah, hier. Da. Ah, komm, mach ihn! So viel Zeit haben wir nicht mehr. Muss ich wieder raus oder gegenüber? Ja, nein, raus. Normale Tür. Mach hin. Der eine Raum nachher wird so cool. So, das haben wir jetzt mal profimäßig gelöst, würde ich mal sagen. Und für den Resident Evil fliegt am Ende irgendwas in die Luft. Wer von euch hat Resident Evil 3 eigentlich am meisten durchgespielt? Also, weil man kann am Ende ja diese Karten freispielen. Das haben wir schon 3000 Mal erwähnt. Oder? Ich weiß es aber gerade nicht mehr, von daher sag ich es mir. Ich hab gerade auch ein Déjà-vu irgendwie. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht mehr. Na ja, dann, ich erteile Aether das Wort und mehr brauchen wir gar nicht sagen, glaube ich. Gut. Ich hab's etliche Male durchgespielt, ich muss aber dabei sagen, dass die ersten ein, zwei Mal, wo ich es normal durchgespielt habe und irgendwann, ich glaube, beim ersten Mal durchspielen, kriegst du ja diesen Mercenaries-Mode, wo du dir dann gegen Punkte bestimmte Waffen-Upgrades kaufen kannst und irgendwann bin ich nur noch mit einem Infinite-Launcher da durchmarschiert. Aber... Wie oft hast du durchgespielt, Andy? Zwei, dreimal, glaube ich. Also das ist jetzt, glaube ich, mein dritter oder vierter Run durch. Jo, ich hab's auch dreimal durch. Aber das auch so gestreckt auf die letzten 4 Jahre oder so. 3 Jahre. Irgendwie so. So. Muss mir noch besorgen, ist der einzige Teil, den ich noch nicht besitze. Aber du bist doch aktuell nicht in Desperate Need, den zu holen, ne? Brauchst mal wieder einen guten Fernseher. Hab grad keinen. Na gut, das stimmt. So, was haben wir denn noch hier Feines? Das haben wir noch dort nebenbei mit. Das grüne Zeug nehmen wir noch mit. Und da sich, glaube ich, dem Finale nähert, würde ich gerne nochmal speichern. Ich bin halt lieber übervorsichtig, als zu doof, irgendwie jetzt das zu verkacken noch. Ich denke, das seht ihr nicht anders, Leute, oder? Kann nicht schaden. Spannung ist unfassbar. Das kommt gleich noch, du. So? Ja. Leute, was sagt ihr? Wie oft werde ich beim Endbosskampf sterben? 3-mal, 4-mal, 80-mal? Also, Dreister kann man nicht spoilern. Ich bitte dich, gib dir doch mal die Musik. Was glaubst du, was jetzt noch passiert? Ja, aber es gibt vielleicht ein paar Noobs, die dachten, du hast gerade den Endboss erledigt. Außerdem war das im Grunde der richtige Kampf, wenn ich das spoilere. Das war der richtige Bosskampf? Das stimmt so auch nicht. Das kann sich jeder denken, weil bei Resident Evil hast du im Endbosskampf immer diesen obligatorischen 5-Minuten-Timer von der Selbstzerstörung. Ja, aber vielleicht haben wir dem 5-jährigen Timmy, der gerade zuguckt, alles versaut. Also der 5-jährige Timmy darf es ja doch gar nicht gucken. Ja, das ist ihm noch egal. Andys Fans sind 5-jährige Timmys. Ey, meine Fans sind cool, ja? OMG. Hier ist der Waffenschrank, ne? Gucken wir nochmal, was das ist. Im Grunde
Richtig schwerer Kampf kommt jetzt nicht mehr. Ich will einfach nur gucken, was in diesem Waffenschrank. Alter Verwalter, ey! Ja, den Rocket Launcher nehme ich gerne mit. So ist nicht. Was haben wir hier drin? Nichts. Ein Hauch von null. Aber Leute, so ein guter Rocket Launcher, der tut auch mal gut. Jo. Aber ich kann dir sagen, ein Schuss geht nicht für den Endboss drauf. Und ich kann dir sagen, guck dir den Raum schön an, der ist interessant dann. Von mir aus, nachdem er tot ist. Von Nemesis? Ja. Der Raum, in dem... Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber das siehst du schon am Anfang. Das sind ein paar interessante Details. Ja. Ihr habt gespoilert. Schweine. Nö. So, hier ging's durch, nicht wahr? There's a card wieder, Key. Ka-ching! Ach, guck mal, Zombies. Hätte damit gerechnet. Ja, dankeschön. Du mich auch. Du mich auch. Und du ganz besonders. Mach mal Platz hier, Leute. Mama hat was zu tun. Blütenblätter. Jo, da passt so. Ich entschuldige mich übrigens, da die Cutscene noch nicht startet, hier mit dem Namen aller wichtigen Verwalter dieses LPs dafür, dass es jetzt so Ewigkeiten noch mehr Magnum-Munition gedauert hat, bis es oben ist, aber einige Schwierigkeiten und unsere faulen, lahmen Ärsche haben leider dafür gesorgt, dass es sich ein bisschen hingezogen hat. Von daher, bei Resi Zero wird es ein wenig zügiger gehen. Ich denke, das stimmt Chris mit zu. Aber hallo. Was ist Chef? Das denn jetzt? Ja? Equip schon mal den Rocket Launcher. Ah, okay. Ich weiß glaube ich jetzt, was hier kam. So. Das sieht irgendwie sehr verschlossen aus. Ich find's auch geil, wie der Rocket Launcher so fast so groß ist wie sie und sie ihn einfach gemütlich mit einem Arm hält. So als wäre er aus Pappe. Ja, es ist halt chill, ne? Mhm. You're still alive. Such persistence. Nikolai? Sorry. Nicht so wie im Remake. Fette Nikolai Helikopter Action. Wie primitiv die Quicktime Events zu der Zeit noch waren, ne? Return fire, bitch. Dafür waren sie damals auch noch nicht nervig und unheimlich häufig. Wir mögen die anderen Resident-Evil-Teile. Und so, meine Freunde, geht man mit einem Russen um. Carlos, the choppers. I guess this is it, then. Das war schon hart, Andy. But I don't want to die in a place like this. This isn't over yet. I'm not giving up, Jill. We still have a chance. Ach, ich mag Russen. Dabei fällt mir ein, ne? Jill, weißt du, wer die erste Tour de France gewonnen hat? Wer? Die 7. Deutsche Panzerdivision. Oh, der ist gemein. So, nachdem wir uns gerade so lecker um Nikolai gekümmert haben, müssen wir jetzt hier mal abhauen und haben da oben auch einen kleinen Timer, der abläuft. Wie immer in Resident Evil. Überraschung! Ach, guck mal. Eine Kiste, die wir nicht brauchen. Hi, Zombie. Ich lasse euch jetzt einfach mal hier liegen. Außer du. Gehst mir auf den Zeiger. See ya.
Ich muss auch sagen, als ich das erste Mal bei diesem Endboss ankam, war ich sehr, sehr geepischt. Jetzt nicht so geepischt, wie ich es damals war bei Cobronica, als ich vor Alexia stand, aber ich finde, dieser Endbosskampf hatte seinen ganz eigenen Charme. Ach, was haben wir denn hier? Leckeres Foto. Ich würde ja jetzt sagen, wie immer in der Beschreibung, aber das glaubt mir sowieso keiner mehr, von daher. Meh. Leute, irgendwas, was ich übersehen habe? Wenn ja, schreit einfach. Wir sehen ja nichts mehr. Ihr seht nichts mehr? Nein. Ja, da sagt doch was, Leute! Du hast gerade den Raum verlassen. Ja, was ist das dann? Ist ja auch wurscht, mach einfach weiter. Freunde der guten Unterhaltung, gebt mir eine kurze Sekunde. Dies ist der Raum eurer Wahl. Und für euch habe ich gerade ein lustiges Bildchen eingeblendet. Nein, ich möchte keine Werbung. Seit wann seht ihr eigentlich nichts mehr? Eine Minute. Sagt doch was, meine Freunde. Also ich bin jetzt in dem neuen Raum drin, aber ich sehe immer noch nichts. Ja, ja, warte, ich mach grad die Kamera mal fresh. Ach so, okay. So, jetzt dürft ihr wieder was sehen, ne? Ja. Wunderbärchen. Weiter geht's. So, weiter geht's. Das hier ist irgendein komischer Kasten, den wir vermutlich nachher brauchen. Und das hier wolltet ihr vermutlich, dass ich zeige, ne? Das ist einer von Umbrellas tödlichen Biowaffen. Wer von euch beiden möchte mal erklären, wer das ist? Mir ist das egal. Das kannst auch mal du machen, du Sau. Ich kann's gerne erklären. Das, meine lieben Freunde, ist Mr. X aus Resident Evil 2. Auch ein Tyrant, den wir mal bekehren. Ist das eigentlich der Mr. X oder ist es einer der Mr. X'e? Das ist einer der Mr. X'e, ne? Ja, gibt ja mehrere. Gab. Muss eigentlich so sein, weil der aus dem zweiten Teil, der explodiert ja. Stimmt. Und man hat ja gesehen, am Helikopter waren mehrere Kapseln. Genau. Und wo die eine abgeworfen wurde. So, wir wollen durch diese Türe hier durch. Da aber die Power weg ist, müssen wir jetzt erstmal, wir müssen die Batterien hier reinschieben, ne? Ja, vielleicht wäre es ein intelligenter mit der 1 anzufangen. Nein, du musst erstmal zu der Kanone gehen und erstmal den Hauptstrom einschalten da, ja. Ah. Die da einfach so eine Superkanone, die da einfach so eine Superkanone rumsteht. Ja, wie es immer so ist, bei den großen Kanonen haben wir jetzt nicht genug Power und müssen diese jetzt einfach mal anschalten, während oben der Countdown läuft. Ja, komm, Jill. Komm, rein damit. Kümmer dich gar nicht erst um ihn, lauf direkt zum zweiten und zum dritten Klotz. Wenn ich mir das so ansehe, halte ich es auch für die intelligentere Variante. Nein, nicht dahin, nicht dahin! Du bist ein blödes Nemesis. Du gibst auch nicht auf, oder? Nemesis macht so ein bisschen auf Birkin gerade. Hm? Unkontrolliert mutieren. Oder einer auf Resi 6. Ja, naja, das treibt sehr ins Lächerliche. Aber ist jetzt egal. Ich sag nur T-Rex. Ja. Andi weiß, was ich meine. Der mich von der Couch gezogen hat. Das war einfach nur geil. Das war episch. Was wir übrigens rechts sehen, ist der Counter dafür, dass, wenn dieser rote Punkt in die Mitte auftaucht, das ist die Missile, die Raccoon City in die Luft jagen möchte. Was ihr ja aus... Aua, das hat weh. Na, nehmen wir mal ein grünes. Dann sind wir wieder auf dem grünen Damm. So. Und wenn die einschlägt, ne? Dann kannst du auch keinen Speicherstand mehr laden, dann musst du bei Null anfangen.
Ist das aber ein schlechter Witz, oder? Ja, eigentlich schon, aber es hat jetzt keiner gelacht. Ich war gerade so abgelenkt davon, nicht abzukratzen. So, die drei sind aufgeladen. Anja hatte kurz Angst und hat überlegt, ob das jetzt so stimmt. Ich würde es dem Spiel sogar zutrauen, wenn ich ehrlich bin. Naja, ich glaube, Resident Evil ist schon fies genug, dass wenn du zu viel verschießt, du im Grunde von vorne anfangen darfst. Ja. So, die Kanone muss ich jetzt wieder aufladen, ne? Jo.